Hallo und willkommen zum nächsten Teil von Lass uns mal verstehen, was ITIL 4 eigentlich ausdrücken will mit dem Service Management Praktiken. Genau. Was verbirgt sich denn hier hinter? Ein Zweck, wer hätte es gedacht, neue und geänderte Services und Funktionen für die Nutzung verfügbar machen. Und das Ganze führt zu einem Release, eine Version eines Services oder eines anderen Configuration Items oder eine Sammlung von Konfigurations Items, Configuration Items, die zur Verwendung bereitgestellt werden. Da gibt es eine Release-Planung, Infrastruktur, Software, Dokumentation und Schulung, Version X. Das führt zu einer Release-Koordinierung, Release-Modell, Build, Tests, Review, Zusammenstellung und so weiter. Das Ganze sind dann geänderte Funktionen logischerweise, weil der ändert sich ja was. Das Ganze führt dann zu dem verbesserten, dem neuen Service A, also quasi der gleiche Service, jetzt nur leicht anders. Infrastruktur, Software, Dokumentation und Schulung, Version neu. Y. Okay. Das wäre das Ganze jetzt mal zusammengefasst. Aussagen zur Practice. Release kann viele verschiedene Infrastruktur- und Anwendungskomponenten umfassen, die zur Bereitstellung neuer oder geänderter Funktionen zusammenarbeiten. Kann auch Dokumentation, Schulung, Anwender- und IT-Mitarbeiter, aktualisierte Prozesse oder Tools sowie andere erforderliche Komponenten umfassen. Release-Plan enthält die genaue Kombination der Komponenten, die verfügbar gemacht werden, um den Zeitpunkt für das Release. Release-Schedule, der Zeitplan, dient zur Dokumentation des Release-Zeitpunkts, ausgehandelt und vereinbart mit dem Kunden und anderen Stakeholdern. Letzteres ist wichtig. Also prima mit dem Kunden. Ne? Post-Implementation-Review für Feedback, Weiterentwicklung und Verbesserung. Ja, Post heißt nach, das ist Latein, glaube ich. Genau. Ja. Und enge Zusammenarbeit mit Deployment Management und Change Enablement, separate Practices. Vielfältige Arten von Releases Management, zum Beispiel klassischen Wasserfallmethode. Release zusammenstellen und dann Deployment. Agile Entwicklungsmethoden, Bereitstellung vieler kleiner Änderungen, dann Realisierung für User. Und DevOps-Umgebung, kontinuierliche Integration, Release Management häufig in den Tool Changes. Das sollte nicht für die User sein. Wir haben Anwender und wir haben Kunden. Ja, Kunde. Also. Technische Management Practices. Der Zweck ist das Bereitstellen neuer oder geänderter Hardware, Software, Dokumentation, Prozesse oder anderer Komponenten in Live-Umgebungen. Es kann auch zum Bereitstellen von Komponenten in anderen Umgebungen zu Tests oder Stagging-Zwecken beteiligt sein. Mit einem G oder mit zwei? IMG Staging. Genau, sieht im Grunde genommen fast genauso aus, zumindest der erste Teil. Ne? Hier. Und das sind an sich alles nur Abarten vom Change Management. Ändert sich aber hier, weil nicht nur der neue Service daraus rausploppt, sondern tatsächlich eine ganze Testumgebung, Produktionsumgebung, ne? Eine Cloud, eine Testfabrik und so weiter. Der Service kann auch eine ganze Umgebung sein. Das hängt davon ab, was ich als Service definiert habe. Praktische Anwendung. Das ist das Schöne. Alles, was man selbst definiert, kann man auch jederzeit neu definieren. Genau. Das Deployment Management arbeitet eng mit dem Release Management und dem Change Management zusammen, ist das jedoch eine separate Practice. Ja, also es gibt Change Enablement, das führt zu Deployment Management, das pipet zu Release Management und der Change Enablement pipet auch zum Release Management. Man also braucht verteilen quasi nicht Arbeit. Alle Managements, weil der Unterschied zwischen Deploy und Release Management dann doch eher erschreckend gering ist. Also bei Microsoft zum Beispiel, da ist es sinnvoll, bei einer kleineren IT-Putze jetzt nicht so. Genau. Also man braucht nicht immer alle Management-Typen. Für das Deployment können unterschiedliche Ansätze verwendet werden. Viele Unternehmen verwenden eine Kombination dieser Ansätze, abhängig von ihrer spezifischen Service und den Anforderungen sowie den Versionsgrößen, Typen und Auswirkungen. Da gibt es das Phased Deployment, gestaffeltes Deployment, das Continuous Delivery, kontinuierliche Bereitstellung, Komponenten werden integriert, getestet und bei Bedarf bereitgestellt, Big Bang Deployment, alles auf einmal, das wird gerne gemacht, aber ist keine gute Idee, und Pull Deployment, Abruf durch Anwender. Also sprich, wenn der Kunde bereit ist, jetzt seine Server zu aktualisieren, dann, ja, da liegen die Updates, ne? Machen wir. Der Prozess für das Deployment wird häufig durch Standard-Tools und detaillierte Verfahren unterstützt, um ein konsistentes Deployment der Software sicherzustellen. In der Regel gibt es verschiedene Prozesse für verschiedene Umgebungen, zum Beispiel einen Prozess für das
Deployment von Client-Anwendungssoftware und einen vollständigen anderen Prozess für das Deployment von Betriebssystem-Patches für Server. Ziemlich doof, wenn sie das beides gleichzeitig machen. Vor allen Dingen auf demselben Server. So, dann haben wir noch die allgemeinen Management-Practices. Der Zweck ist die Anpassung der Practices und Services durch Organisation an sich ändernden Geschäftsanforderungen durch die ständige Verbesserung von Produkten, Services, Practices bzw. aller Elemente, die am Management der Produkte und Services beteiligt sind. Also das ist auch sehr abgehoben und sehr weit weg von IT. Ja. Also das ist ja schon eine schöne Grafik zu. Ganz allgemeines Management Practices. Also wichtig für die meisten Unternehmen sind Incident, Service Request, Change und Problem Management. So. Continual Improvement. CI auf allen Ebenen. Ne? Continual Improvement Aufgaben werden in allen Bereichen der Organisation und auf allen Ebenen von den strategischen bis zur operativen Ebene ausgeführt. Jo. Verbesserungskultur. Die Entwicklung verbesserungsbezogener Methoden und Techniken und die Verbreitung einer Kultur der kontinuierlichen Verbesserung in der gesamten Organisation, abgestimmt auf die Gesamtstrategie. CI als zentrale Aufgabe. Verpflichtungen zu und Ausübung von CIs müssen jeder Faser der Organisation durchdringen. Mhm. Schön wenn, ist meist nicht der Fall. Endlich meistens dann, wenn der Vorstand sagt, das haben wir schon immer so gemacht, das bleibt jetzt so. Risiko der Veränderung von CI durch tägliche betriebliche Belange und wichtige Projektarbeiten. Unterschiedliche Verbesserungsmethoden. Es gibt viele Methoden, Modelle und Techniken zur Erreichung von Verbesserungen. Unterschiedliche Arten von Verbesserungen können unterschiedlich geeignete Verbesserungsmethoden erfordern, zum Beispiel mehrphasige Projekte oder eine einzelne schnelle Initiative. Wichtige Aktivitäten. Übergreifende Aktivitäten. Ermutigen zum Continual Improvement in der gesamten Organisation. Sicherstellen von Zeit und Budget für Continual Improvement, also kontinuierliche Verbesserung. Ne? Koordinieren von Verbesserungsaktivitäten in der gesamten Organisation. Also nicht die IT muss jedes Mal proaktiv beim Chef klopfen. Du Chef, wir brauchen mal einen neuen Server zum Testen, bevor hier alles vor die Hunde geht. Und der Chef sagt, nein, habe ich doch schon die letzten 10 Mal abgelehnt. Jetzt gibt's das auch nicht. Geht vielleicht irgendwann in die Hose. Für jede Verbesserungsidee identifizieren von Protokollieren und Verbesserungsmöglichkeiten, bewerten und priorisieren von Verbesserungsmöglichkeiten, erstellen von Business Cases für Verbesserungsaktionen, planen und umsetzen von Verbesserungen, messen und beurteilen von Verbesserungsergebnissen und Verantwortung für Continual Improvement. Das ist ja ein masturbativer Bullshit. Ja, ne? Geil. Jeder! Jeder sollte an Verbesserungen denken und auch immer danach suchen. Aktive Beteiligung an CI-Aktivitäten ist ein zentraler Teil der Mitarbeit jedes Mitarbeiters. Aufnahmen in Stellbeschreibung und Ziele der Mitarbeiter, Schulung und sonstige Unterstützung. Ja, letzteres wird vor allen Dingen gerne weggelassen, insbesondere wenn es um IT-Sicherheit geht. Und schwuppdiwupp schon hat man sich Malware ins Haus geholt und die Seite ist plötzlich down. Sogar als kleines Media Group. Ja, das wird immer gerne unter den Tisch fallen lassen. Ach, das sind doch die Vorgesetzten für Verantwortlichen. Die Vorgesetzten sagen dann, ja, habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, ist dumm gelaufen. Genau. Und schon sind die YouTube-Kanäle weg mit 15 Millionen Abonnenten. Wir machen mal weiter wie bisher. Genau. Shortlines.com. Code 5foot1. Kernteam. Eine Gruppe von Mitarbeitern, Kernteam, sollte sich in Vollzeit auf Verbesserungen fokussieren. Verfechtung der Practices in der gesamten Organisation als Koordinatoren, Lotsen und Mentoren für andere. Verantwortung der Leitung. Verantwortung der obersten Ebene, CIs in das Denken und Arbeiten aller zu integrieren. Führung und sichtbare Verpflichtungen zu CIs und Weiterentwicklung der Haltung, Verhaltensweisen und Kultur. Das ist sowas für Leute, die so weit im Management nach oben gekommen sind, dass sie sonst den ganzen Tag langweilen würden. Und ihre Untergebenen zu sowas zwingen können. Lieferanten. Bestandteil der Verträge mit externen Lieferanten und Auftragnehmern. Services, Messungen, Berichte und Aktionen zur Serviceverbesserung, Verbesserungsaktivitäten, Unterstützung durch Zulieferung von Daten. Die Verträge mit solchen externen Partnern gehören übrigens auch zum Configuration-Item. Faktenbasierte Entscheidung. Basiert auf genauen Daten, die sorgfältig analysiert und verstanden wurden. Unterstützung von CI durch relevante Datenquellen und Datenanalysen. Verbesserungen im Service
Wertesystem, Service Value System. Das alte Service Wertesystem, SVS, beinhaltet Verbesserung in der Aktivität Improve in der SVC, die Aktivität Improve in der Service Wertschöpfungskette, die Verbesserung in der SVC sicherstellt. Practice Continual Improvement, die Practice Continual Improvement, die bei täglichen Verbesserungsbemühungen unterstützt, und Basiskomponente im SVC. ITIL Continual Improvement Modell ist ein Element davon, dass Organisationen einen strukturierten Ansatz zur Implementierung von Verbesserungen bietet. Also wir haben quasi wie so eine Zwiebel, ne? Außen haben wir die Grundprinzipien und die Verbesserungen, da drin haben wir das Governance mit den Practices und am Kern haben wir die Service-Wertschöpfungskette. Ja, und dann gibt es hier noch ein Modell in 7 Schritten. Ja, wie halten wir die Dynamik aufrecht? Das ist quasi ein Fließdiagramm. Ne? Was ist unsere Vision? Vision, Mission, Ziele und Zielsetzung des Businesses. Wo stehen wir jetzt? Baseline Assessments durchführen. Wo wollen wir hin? Messbare Ziele definieren. Wie kommen wir dorthin? Verbesserungsplan definieren. Maßnahmen ergreifen. Verbesserungsaktionen ausführen. Haben wir unser Ziel erreicht? Messgrößen und KPIs bewerten. Und wenn man damit durch ist, fangen wir wieder von vorne an. Verändert sich nicht. So merken wir gar nicht, dass wir nur noch an der Selbstoptimierung beschäftigt sind. Und vor lauter Optimierung und Value Chain aus Versehen die eigentliche Wertschöpfung vergessen haben. Sprich die Produktion. Allgemeine Leitlinie. Verwendung als allgemeine Leitlinie zur Unterstützung von Verbesserungsinitiativen. Bezug auf das SVC als Ganzes sowie auf alle Produkte, Services und Servicekomponenten und Beziehungen der Organisation. Anwendung des Modells für jede Art von Verbesserung von High-Level organisatorischen Änderungen bis zu einzelnen Services und Configuration-Elementen. Vorteile: Erhöhung von Wahrscheinlichkeiten, dass ITSM-Initiativen erfolgreich sind. Fokus auf den Wert für den Kunden. Verknüpfung der Verbesserungsbemühungen mit der Vision der Organisation. Iterativ. Das Modell unterstützt einen iterativen Verbesserungsansatz, der die Arbeit in überschaubare Teile mit separaten Zielen unterteilt, die schrittweise erreicht werden. Es ist flexibel, starke Variationen der einzelnen Schritte im Umfang und Detail, je nach Thema und Art der Verbesserung, Modell als Workflow oder als allgemeine Erinnerung an einen soliden Gedankenprozess. Und die Wirkung: Verbesserungen sind mit den Zielen der Organisation verknüpft, wichtige Priorisierung, Verbesserungsmaßnahmen führen zu nachhaltigen Resultaten. So viel zur Theorie. Das ist doch nur noch Bullshit-Bingo, um die Existenz des mittleren und oberen Managements zu rechtfertigen. Und dann haben wir die Nutzung der verschiedenen Methoden und Techniken. Die Vielfalt, viele Methoden, Modelle und Techniken zur Erreichung von Verbesserungen und Auswahl der richtigen Techniken entsprechende Situation. Bewertung des aktuellen Zustands, SWOT-Analysen. Ja, SWOT steht hier für Strength, Weakness, Opportunities und Threats. Balanced Score Card Reviews, interne und externe Assessments und Audits. Ist geil, das Bullshit-Bingo hier. Maturity Assessment ist der Reifegradbewertung, also die Reifegradbewertung. Ansätze für Verbesserungen und deren Umsetzung. Lean-Methoden, ja, Lean-Management hatten wir schon mal erklärt. Elimination of Waste, Perspektiven auf Vermeidung von Verschwendung. Agile Methoden, Fokus auf inkrementelle Verbesserungen im Rhythmus. Und DevOps, ganzheitliche Betrachtung, gut designt und effektiv angewendet und führt zu Quick Wins, also schnellen Gewinnen. Methodenauswahl: Nicht so viele wie möglich. Auswahl und Kultivierung in einiger Schlüsselmethoden passen für die Organisation. Gemeinsames Verständnis der Teams, höhere Umsetzungsrate und schnellere Anpassung. Ausprobieren alternativen Methoden bei Erfolgübernahmen und somit allmähliche Anpassung der Methoden. Gibt es noch lange weiter so? Nein, wir haben es fast. Zielregister, Speicher aller identifizierten Verbesserungsmöglichkeiten. Datenbank, Continual Improvement Register, kurz CIR. Datenbank oder strukturiertes Dokument zur Erfassung und zum Management von Verbesserungsideen. Von Identifizierung bis Abschluss. Mehr als ein CIR möglich, zum Beispiel mehrere CIRs auf Personen, Teams, Abteilungs- und Geschäftsbereiche und Organisationsebenen. Die Erfassungen, Erstfassung auch in anderen Practices, zum Beispiel Projektmanagement und Softwareentwicklung.
und Dokumentation der Ideen zur kontinuierlichen Verbesserung. Priorisierung. Überführung der CIRs zur ständigen Neubewertung der Prioritäten der Verbesserungsmöglichkeiten und Dinge sichtbar machen, aktuelle abgeschlossene, zurückgestellte Dinge. Das Ziel davon ist die ständige Verbesserung. Wichtig ist, dass Verbesserungsideen erfasst, dokumentiert, bewertet, priorisiert und angemessen gemanagt werden und die Struktur der Benennung im CIR ist zweitrangig. So, dann gibt es das Ganze hier nochmal als zusammengefasstes grafisches Modell. An den eigenen Einschränkungen, die gerade berichtet wurden, erkennt man, wie sinnlos und unnütz das CIR ist. Es ist so ruhig okay, wenn jeder sein eigenes macht und es viele davon gibt. Sie müssen auch nicht einheitlich sein. Sie müssen auch nicht strukturiert sein. Relationship Management Practice. Der Zweck heiligt die Mittel. Nein, nicht ganz. Aufbau und Pflege von Verbindungen zwischen einer Organisation und ihren Stakeholdern auf strategischer und taktischer Ebene. Identifizierung, Analyse und Monitoring von kontinuierlichen Verbesserungen von Beziehungen mit und zwischen den Stakeholdern. Ja, ist eine Grafik, ist glaube ich am einfachsten zu zeigen. Ja, dass wir die Organisation haben, dann haben wir da die Stakeholder. Und die damit funken, beenden wir das Ganze auch. Und die funken zwischen die ganze Zeit mit den Lieferanten dazwischen. Das hat nämlich mit IT nichts mehr zu tun. Relationship Management stellt sicher, dass die Bedürfnisse und Treiber der Stakeholder verstanden werden und Produkte und Services angemessen priorisiert werden. Die wollen halt Geld verdienen. Die Zufriedenheit der Stakeholder groß? Nee, da fehlt ein Wenn. Wenn die Zufriedenheit der Stakeholder groß ist und eine konstruktive Beziehung zwischen den Organisationen und den Stakeholdern aufgebaut wurde und aufrechterhalten wird. Die Prioritäten der Kunden für neue oder geänderte Produkte und Services im Einklang mit den gewünschten Geschäftsergebnissen effektiv ermittelt und artikuliert werden. Beschwerden und Eskalation von Stakeholdern in einem wohlwollenden und dennoch formalen Prozess gehandhabt werden. Also die rufen nicht einfach an am roten Telefon und blöken einen voll, sondern da gibt es eine Pipeline für. Da bitte anwenden. Produkte und Services, die Wertschöpfung für die Servicekonsumenten ebenso wie für eine Organisation erleichtern. Die Organisation, die Wertschöpfung und alle Stakeholder im Einklang mit der Strategie und den Prioritäten der Organisation erleichtern. Bei einander widersprüchlichen Anforderungen von Stakeholdern angemessen vermittelt werden. Hauptfokus auf die Beziehung mit den Servicekonsumenten, aber Verständnis und Management der Beziehungen mit den internen, also externen Stakeholdern. Relationship Management Practices für alle relevanten Parteien. Und Beitrag zu allen Aktivitäten der Wertschöpfungskette und mehreren Wertströmen. Ja. Als nächstes hätten wir dann Security Management. Das wird, glaube ich, ein neues Video, oder? Ich glaube, das wird ein bisschen spannender. Dann machen wir das mal im nächsten Video. Ist klar. Bis gleich. Ich